Nächster Redner ist Otto Bendl von der SPÖ. Frau Präsidentin, meine geschätzten Damen und Herren, Hohes Haus, meine Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen, lassen Sie mich eingangs mich bei allen sehr, sehr herzlich bedanken. Es wurde schon der Dank ausgesprochen. Ich möchte mich bei allen Verhandlern, bei unseren Clubmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei der Parlamentsdirektion und bei allen wirklich bedanken. Ich selber verhandle länger als wir 16 Jahre Geschäftsordnungsfragen und weiß also, wie mühsam Geschäftsordnungsverhandlungen sind. Der Sieg oder der Erfolg hat immer viele Mütter und Väter. Lassen Sie mich aber eines, glaube ich, auf den Punkt bringen. Hätten wir es nicht geschafft, das Parlament in den Vordergrund zu bringen, dann wären wir genau auf den alten Schienen zwischen Mehrheit oder, wenn Sie wollen, Regierungsfraktionen, Opposition weiter drauf geblieben. Der echte Paradigmenwechsel, meine sehr geehrten Damen und Herren, war, dass es uns gelungen ist. Und ich möchte schon bei allen Kollegen Damen, weil du mir ausschaust, ich habe es unlängst gesagt, ich habe euch alle sehr geschätzt, weil es sachlich gelungen ist zu verhandeln, dass wir gesagt haben, ein selbstbewusstes Parlament auf gleicher Augenhöhe mit der Verwaltung und auch mit der Gerichtsbarkeit. Und wie es wirklich dann so weit war, dass wir gesagt haben, das wollen wir, dann sind wir eigentlich in der Sache Step by Step, es braucht natürlich seine Zeit, wirklich weitergekommen. Und ich bin wirklich der Meinung, dass es ein historischer Tag ist. Weil die Auswirkungen für die Zukunft, was wir daraus machen, es wird ja an uns und an unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger liegen, wie man diese Chance, dieses auf gleicher Augenhöhe mit den anderen Staatsgewalten zu agieren, wie man das mit Leben erfüllt. Und Frau Klobobfrau, es ist halt immer der Unterschied, ob man wo dabei ist oder nicht. Einige Dinge, die Sie angesprochen haben, sind absolut falsch. Aber ich will einen freudigen Tag und ich will ein gutes Ergebnis jetzt nicht mit negativen Geschichten bewerten. Aber eine der zentralen Fragen, auch meiner Person, war, dass die letzte Entscheidung, wenn Sie so wollen, hier in diesem Haus, wenn Sie so wollen, im Hort der Demokratie, ganz einfach das Sagen hat. Das war die für mich alles entscheidende Frage. Weil sonst wäre mir es so vorgekommen, wie wenn der Hort der Demokratie nicht in der Lage ist, solche Fragen, wo es ureigene Aufgaben des Parlamentarismus sind, selbst zu bewerkstelligen. Und das können wir. Wir haben angesehene Damen und Herren, von der Präsidentin über die Präsidenten bis hin zu gut erfahrene Abgeordnete. Also ich bin zutiefst überzeugt, dass wir mit diesen neuen Rechten in eine selbstbewusste Zeit gehen. Und Frau Klobobfrau, es wird ganz einfach, wenn wir immer das, ich würde es nicht sagen, das gemeinsame Mann jetzt gar nicht politisch, sondern die Sache, wenn es ums Parlament geht. Wenn wir das versuchen, diese Erfahrung, die wir jetzt also gemacht haben alle miteinander, wenn wir diese auch in der Zukunft in den Vordergrund rücken, dann werden wir uns also auch gegen alle anderen Staatsgewalten ganz einfach mit erhobenem Haupt, wenn Sie so wollen, auch behaupten können. Das, glaube ich, ist der Sukkus aus dieser Einigung. Und darum bin ich jedem dankbar, die, was hier sich Tage, Wochen und Monate hingesetzt haben und verhandelt haben. Und ich glaube auch, dass wir diese Trennung, Gerichte sind bei Gericht untersuchen, wir untersuchen politisch. Ganz einfach, wir entscheiden aber, was die vorlegen oder nicht vorlegen. Wir haben, glaube ich, saubere Lösungen hier gefunden. Und ich bin überzeugt, wenn wir nach einer gewissen Zeit ein Resümee ziehen, dann werden wir vielleicht sagen, das könnte man noch verbessern oder das, oder wir sagen, das ist eigentlich gut, was wir beschlossen haben. Ich lade Sie wirklich ein, erfüllen wir das neue Recht, nicht nur beschließen wir es jetzt dann dementsprechend schnell, sondern erfüllen wir dieses neue Recht auch mit Leben. Ich glaube, es ist für den österreichischen Parlamentarismus hervorragend. Nach Otto Bendl, er hat auf SPÖ-Seite die Reform des Urschusses verhandelt.